Aloha, schön, dass du heute wieder dabei bist. In dem heutigen Video geht es darum, ob Hashimoto überhaupt heilbar ist oder nicht. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich recht herzlich einladen, in der kommenden Woche am 22.03. dabei zu sein bei meinem kostenlosen Hashimoto Speech Live Workshop. Dort gehe ich 5 Tage lang live, jeweils immer um 20.30 Uhr und spreche über das Thema Hashimoto, was ich alles gemacht habe, was alles wichtig ist, was es zu beachten gibt, vor allen Dingen auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Und das Ganze findet in einer Facebook-Gruppe statt. Also wenn dich das Ganze interessiert, dann schau doch mal unten, da ist ein Link in der Infobox. Da kannst du dir das Ganze nochmal genau angucken, da kannst du schauen, was an den einzelnen Tagen jeweils Thema sein wird und dich für diesen kostenlosen Workshop registrieren. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei wärst. Heilung versus Remission. Als Heilung bezeichnet man den biologischen Prozess der Rückbildung einer Erkrankung bzw. die pathologische Gewebeveränderung hin zum Ausgangszustand. Wenn der Heilungsprozess abgeschlossen ist, spricht man davon, dass jemand ausgeheilt ist. Als Remission bezeichnen wir einen Zustand, wo eine Verbesserung bis hin zu einem Stillstand erreicht wird bei einer chronischen Erkrankung, der aber eben nur temporär ist, wo wir nicht sagen können, das wird anhalten, sondern wo das Ganze auch wieder schnell kippen kann und man wieder auch in die Krankheitsphase hineinkommt, ja, sodass die Erkrankung noch nicht komplett ausgeheilt ist, aber wie gesagt, die Erkrankung zum Stillstand gekommen ist und es einem eben besser geht. Das bedeutet, du bist geheilt, wenn eben dieser Heilungszustand mehrere Jahre andauert. Ich glaube, dass ein Mensch, der chronisch krank war, der eine chronische Erkrankung hatte, der wieder versucht, in seinen alten Lifestyle zurückzukehren und eben das Thema nicht ganzheitlich angesehen hat, sondern vielleicht nur eine Diät gemacht hat für einen temporären Zeitraum, ganz schnell wieder in die Erkrankung hineinrutschen kann, weil das Fass eben wieder überläuft. Ja? Also du hast gerade geschafft, dass das Fass so ein bisschen weniger Wasser hat und dann tust du wieder was drauf, was eben Stress ist oder ein Triggermoment und dann läuft das Fass wieder sofort über. Genauso gut kann es aber auch sein, dass ein Mensch, der jetzt gerade gesund ist, der einfach seinen Lifestyle weiterverfolgt, ja, sagen wir mal, weiter Fertiggerichte isst, weiter Junkfood isst, vielleicht raucht oder trinkt, ja, voll viel Stress hat, ganz viele Triggermomente hat, dass dieser Mensch eben auch ganz schnell in eine chronische Erkrankung rutschen kann. Also es kann sein, dass die Menschen einfach dann, wenn der eine sagt, ich fühle mich jetzt ausgeheilt, ja, ich fühle mich geheilt, auf der gleichen Stufe stehen, obwohl der eine nie krank war, aber der andere eben von einer chronischen Erkrankung kommt. In der Medizin wird gesagt, dass chronische Erkrankungen unheilbar sind. Ich selbst persönlich habe da eine ganz andere Erfahrung gemacht und ich kenne auch Dutzende von Menschen, die auch eine andere Erfahrung gemacht haben, die ihre Allergien losgeworden sind, die ihre chronischen Erkrankungen losgeworden sind, die ihre Autoimmunerkrankungen losgeworden sind und jetzt immer noch fit und gesund sind, weil sie ihren Lifestyle eben beibehalten haben, weil sie sich ihre Glaubenssätze angeschaut haben, weil sie sich ihre Seelenanteile angeschaut haben und einen ganzheitlichen Weg gegangen sind. Und das Schöne ist, ja, je weiter sie gehen, Jahr für Jahr siehst du, dass sie fitter, strahlender werden, dass sie einfach noch mehr Power haben, ihre Projekte durchsetzen und umsetzen, weil sie begriffen haben, was für sie einfach wichtig im Leben ist und sie für ihre Ziele gehen. Kann man Hashimoto nun heilen oder nicht? Aus rechtlichen Gründen kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht Ja sagen, aber ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Sehe ich so aus, als hätte ich immer noch Schmerzen? Ich meine, okay, natürlich, man kann die irgendwie vielleicht unterdrücken und einfach so tun, als wäre nichts, ja. Aber ich glaube, wenn ich eine Person wäre, die immer noch einen Brain Fog hätte, die immer noch total Schmerzen am ganzen Körper hätte, dann hätte ich was Besseres zu tun, als jetzt hier YouTube-Videos zu drehen und aktiv für euch zu sein, sondern dann würde ich im Bett liegen und schlafen und jammern und mich fragen, wie ich bloß aus der ganzen Misere wieder rauskomme, weil es mir einfach nicht gut gehen würde. Aber mir geht es gut, ja. Und ich möchte dir jetzt einfach noch mal ein bisschen erzählen, wie mein Weg so gelaufen ist, wie ich das gemacht habe. Aber eine Sache vorweg, wirklich hier eine ganz große Warnung. Mach das, was ich jetzt erzähle, bitte wirklich nicht. Es gibt viel klügere Wege, das Ganze anzugehen. Und diese klügeren Wege, die beschreibe ich auch in meinem Workshop Hashimoto Speech.
Ich habe 2016 meine L-Tyroxin-Tabletten komplett abgesetzt. Ich habe zuvor eine Dosis genommen von 125 ungefähr, das habe ich auch so über Jahre hinweg genommen und habe dann 2, 3 Wochen vorher die Dosis halbiert und mich dann an einem Punkt dafür entschieden, dass ich jetzt meine Medikamente absetzen werde. Ich habe meine Medikamente von heute auf morgen abgesetzt und das Interessante war, ich habe gemerkt, mir geht es nicht schlechter. Mir geht es genauso dreckig wie zuvor. Ja, also mir ging es vorher nicht gut, mir geht es jetzt nicht gut, aber mir geht es nicht schlechter. Und daher habe ich gedacht, also das kann ja jetzt für mich zumindest nicht die Lösung sein. Versteht mich nicht falsch, es gibt Menschen, denen hilft L-Tyroxin sehr, sehr gut, aber es gibt auch Menschen, denen hilft L-Tyroxin nicht so gut. Denen würde eher ein natürliches Schilddrüsenhormon helfen vom Schwein oder vom Rind, damit sie eben alle einzelnen Hormone, die die Schilddrüse herstellt, auch abbekommen können, weil sie vielleicht noch eine andere Schwäche haben oder eine Umwandlungsstörung. Also einfach verschiedenste Gründe kann das Ganze haben. Und deswegen finde ich, dass man das ganze Thema ein bisschen ganzheitlicher betrachten soll und nicht von einem Patienten auf den anderen schließen muss. Aber bei mir war es so, ich habe sie abgesetzt, ich habe nichts gespürt. Was ich jedoch gemacht habe, ist, ich habe alle möglichen Nährstoffe aufgefüllt. Ich habe mir meine Glaubenssätze angeschaut, ich habe mir meine Seelenanteile angeschaut, ich habe mir das ganze Konzept wirklich ganzheitlich durchgezogen und das über 1,5 Jahre. Wie ich das genau gemacht habe, schau doch mal in meinem ersten Video vorbei. Ich verlinke das sehr gerne hier nochmal oder eben auf meinem Blog vorbei, auf meiner Webseite. Dort habe ich das Ganze beschrieben, was ich alles gemacht habe. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch deine Nährstoffe auffüllst, damit die Schilddrüse überhaupt die Möglichkeit hat, wieder Hormone herzustellen, dein Körper einfach gut versorgt ist. Aber wie gesagt, einfach so absetzen ist wirklich nicht der beste Ratschlag. Ich erzähle dir das Ganze nur, damit du siehst, ja, wie ich es gemacht habe und dass ich hier so einen kleinen Bericht, so eine kleine Berichterstattung dazu erzähle. Denn mir ist es wichtig, da transparent zu sein und dir zu zeigen, wie ich wirklich meinen Weg gegangen bin. Mitte 2017 besserte sich dann meine Hormonlage und meine Schilddrüse nahm auch wieder an gesundem Gewebe zu. Das Ganze wurde kontrolliert von den Ärzten und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass du das Ganze auch nochmal nachprüfen lässt, ja, und da eben in Begleitung bist. Und dann Ende 2017 konnte ich dann auch ohne Probleme mit meiner zweiten Tochter schwanger werden. Und ich möchte so ein bisschen auf die Schwangerschaften eingehen. Ja, also die Schwangerschaft, meine erste mit meinem Sohn Darwin, die war anstrengend. Ich hatte alle möglichen Schwangerschaftsbeschwerden. Mir ging es überhaupt nicht gut. Es war ja einfach wirklich katastrophal, könnte ich sagen. Vor allen Dingen zum Ende hin, ich konnte nicht mehr. Ich konnte dieses Gewicht nicht mehr tragen. Ich konnte kaum noch atmen. Ich habe Asthma bekommen, auch in der Schwangerschaft. Also das hatte ich nur während der Schwangerschaft. Ich hatte den Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes und ach, da gab es einfach ganz, ganz viele Dinge. Auch die Geburt war nicht so schön mit meinem Sohn. Und dann die Stillzeit, die war auch ein bisschen tricky. Also er war jemand, obwohl ich ihn voll gestillt habe, der sehr, sehr früh wieder anfangen wollte zu essen, der auch sehr oft getrunken hat, weil meine Milch einfach dünner war. Also ich sehe einfach den Unterschied zu meiner Tochter und deswegen kann ich das auch so sagen. Im Unterschied, übrigens bei meinem Sohn, bei meinem ersten Sohn, das war 2014, da habe ich noch alle Schilddrüsenmedikamente genommen, da habe ich mich komplett mit den Ärzten auch, von den Ärzten begleiten lassen und das alles mitgemacht. Und dann 2017 bin ich schwanger geworden, da habe ich keine L-Tyroxin-Tablette mehr eingenommen. Ich habe während der gesamten Schwangerschaft kein L-Tyroxin eingenommen. Ich hatte eine super schöne Schwangerschaft, also so schön wie eine Schwangerschaft eben sein kann, ne? Ich hatte trotzdem einen großen Bauch und es gab Momente, da hatte ich auch mal Sodbrennen, aber das sind keine Schwangerschaftsbeschwerden, die irgendwie unüblich sind, so wie ich sie ja eben hatte in der ersten Schwangerschaft. Und ja, in der zweiten Schwangerschaft ging es mir einfach gut. Ich habe 2 Umzüge gerockt. Ich hatte auch Kraft. Ja, ich konnte was machen. Ich war nicht total abgeschlagen. Und ich hatte auch eine wunderschöne Hausgeburt mit meiner Tochter. Ich konnte meine Tochter ohne Probleme 22 Monate lang stillen. Ja, und es war einfach rund. Mir ging es einfach gut. Und daher merke ich auch diesen extremen Unterschied. Zwischen diesen beiden Kindern hatte ich auch mal einen Frühabgang leider. Da war ich noch mal schwanger, da war meine Hormonlage einfach nicht so gut, da ging es mir auch noch nicht so gut. Und dieses Kind konnte dadurch auch einfach nicht von meinem Körper genährt werden. Ja? Und daran siehst du, hey, da ist eine Veränderung eingetreten. Ja? Da ist etwas passiert, da ist eine Besserung eingetreten, denn sonst hätte man diese ganzen tollen, ja, Ergebnisse nicht gehabt. Was das Schöne auch ist, meine Tochter war, ja, oder ist ein super gesundes Kind. Ja, sie hat ein super tolles Immunsystem, ihr geht es total gut, sie wird super selten mal krank.
Mein Sohn hingegen, der hatte zwar auch ein normales Immunsystem, aber der hatte 1,5 Jahre lang sehr oft Schnupfen gehabt. Und ich weiß einfach, dass es am Nährstoffmangel lag, den er mitbekommen hat durch die Schwangerschaft. Wir haben diesen Nährstoffmängel aufgefüllt und meinem Sohn geht es jetzt auch hervorragend. Also der ist ein gesundes Kerlchen, alles ist super. Aber damit möchte ich dir auch zeigen, weißt du, wenn du jetzt einen Kinderwunsch hast und du hast eben deine Baustellen noch nicht bearbeitet, dann schau da doch lieber nochmal hin, denn die Schwangerschaft wird einfacher, für dein Kind wird es einfacher, die Stillzeit wird einfacher. Ja, und du hast einfach eine schönere Zeit als du selbst, was ja auch total toll ist. In letzter Zeit wurde mir einige Male vorgeworfen, dass ich gar kein Hashimoto gehabt haben kann. Das muss alles eine Fehldiagnose gewesen sein und ich war auch gar nicht chronisch krank. Scheinbar habe ich mir das Ganze nur eingebildet, ich weiß es nicht genau, und die ganzen Ärzte, die mich untersucht haben, auch. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, ja. Also ich war wirklich bei mehreren Endokrinologen, ich war bei mehreren Hausärzten, weil ich an sich in meinem Leben sehr oft umgezogen bin. Und deswegen habe ich Meinungen von verschiedensten Ärzten. Und jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Arzt gegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe Hashimoto und ich brauche meine L-Thyroxin-Tabletten, hat dieser Arzt erstmal nochmal Blut abgenommen, hat getestet, hat geschaut, hat mich manchmal auch zum Endokrinologen überwiesen und ich bin im Allgemeinen jährlich zu einer endokrinologischen Untersuchung gegangen. Und da waren die Befunde alle gleich. Hinzu kommt es auch noch, dass ich sogar mal eine partielle Hypophyseninsuffizienz hatte. Das ist eine Drüse im Gehirn, das ist auch eine Hormondrüse. Und da haben zwei Achsen bei mir nicht funktioniert. Der Arzt, der diese Diagnose gestellt hat, hat diese Diagnose erst dann gestellt, als wir den Test zweimal gemacht haben, weil er wollte sich wirklich auf. Ja, wollte auf Nummer sicher gehen. Er wollte da wirklich sicher sein, dass er das Richtige tut. Und da ziehe ich auch wirklich meinen Hut vor diesem Arzt. Also es gab Untersuchungen, es gab mehr als genug Untersuchungen. Ich hatte ganz, ganz viele Autoimmunerkrankungen und es liegt einfach an dir, ob du mir glaubst oder nicht, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn du mir nicht glaubst. Aber ich wollte einfach mal auf dieses Thema eingehen, was einem passieren kann, ja, wenn man sagt, hey, ich habe etwas nicht mehr, dass die anderen dann sagen, ja, aber das geht nicht, weil der Arzt hat gesagt und mir wurde erzählt, Autoimmunerkrankungen sind unheilbar. Autoimmunerkrankungen, ne, da kann es dir einfach nicht besser gehen. Du bist einfach für immer in deinem Leben abhängig von Medikamenten. Und ich kann dir sagen, wie gesagt, ich kenne etliche Leute, die das geschafft haben. Ich habe es selbst geschafft. Ich lebe medikamentenfrei seit 2017. Mir geht's gut. Ich bin fit, gesund und freue mich des Lebens. Und ja, ich bin einfach für die Menschen da, denen es vielleicht trotz der Medikamente nicht so gut geht, die eben vielleicht auch von den Medikamenten loskommen wollen. Es ist alles kein Versprechen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du wirklich loswirst oder nicht. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass 99% der Menschen, die die Dinge ausprobieren, die ich eben zeige, erfahren eine Verbesserung all ihrer Symptome. Und darauf kommt es an, dass wir eben in die Verbesserung kommen, dass es uns gut geht, dass wir uns freuen, dass wir wieder glücklich sind, dass wir wieder fitter werden, dass wir nicht mehr so infektanfällig sind. Genau. Und ich glaube, dass diese Menschen, die das behaupten von außen, das tun, weil, ja, wenn sie verstehen würden, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre eigene Erkrankung, dann müssten sie plötzlich Eigenverantwortung übernehmen. Und Eigenverantwortung übernehmen bedeutet, du steigst aus der Opferrolle raus, ja, und nimmst dir diese Macht wieder zurück, dass du über dein Leben entscheidest, dass du für dein Leben verantwortlich bist, dass du etwas ändern kannst und sagst nicht, ich bin das Opfer meiner Erkrankung, ich kann nichts machen, ich bin eben dauermüde, mir geht es eben ständig schlecht, ich habe diese hinzukommenden noch Begleiterkrankungen, ja, und da möchte ich gerne Menschen, die eben dort stehen und sagen, hey, ne, ich habe diese Dinge, für diese Menschen bin ich da. Wenn du ein Mensch bist, der mit deinen L-Thyroxin-Tabletten komplett gut zurechtkommt, wenn es dir komplett gut geht, dann freue ich mich wirklich vom Herzen für dich. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich finde es schön. Möchte dich trotzdem darauf aufmerksam machen. Achte auf deine Nährstoffe, achte auf deinen Stresspegel, versuch das Ganze im Rahmen zu halten. Denn nur weil es dir jetzt gut geht, heißt es nicht, dass wenn du deinen Stresspegel gleich hältst, wenn du eben nicht auf deine Nährstoffe achtest, dass es dir auch in 10 Jahren gut geht. Ja, deswegen schau einfach auf dich und sei dir bewusst, dass du vielleicht eben als Autoimmunpatient so ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben darfst. Viele Menschen sagen auch, dass Schilddrüsengewebe nicht nachwachsen kann. Ich kann das gut nachvollziehen, es ist das, was uns beigebracht wird, aber es gab so einen Moment bei mir in meinem Leben, da habe ich mir einfach ein paar Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass bei Morbus Basedow, das ist eine Erkrankung der Schilddrüse, wo die Schilddrüse wächst, wo mehr Gewebe entsteht und dieses Gewebe erzeugt mehr Schilddrüsenhormone, wobei die Menschen dann in einer Überfunktion, ja, enden
und ja, sehr, sehr oft einfach mega heftige Probleme haben. Manche schwanken sich auch ab mit Hashimoto, aber bleiben wir mal trotzdem bei dem Morbus Basedow, ja. Die Morbus Basedow-Patienten kriegen dann die Schilddrüse sehr oft herausoperiert, ne? Weil die schießt dann immer mehr Hormone, sie wächst immer mehr, es kommt auch aufs Gewebe an, ob es gutartig oder bösartig ist, aber sie kriegen diese Schilddrüse rausoperiert. Und damit die Schilddrüse nicht nochmal nachwachsen kann, denn diese Gefahr besteht, wenn der Arzt einen kleinen Gewebeteil übersieht, wird der Hals mit einer Radiojodtherapie bestrahlt, damit die Schilddrüse wirklich komplett tot ist und nicht mehr nachwachsen kann. Das ist auch meiner Mutter passiert. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann es sein, dass bei Morbus Basedow die Schilddrüse wächst und bei Hashimoto die Schilddrüse sich selbst zerstört? Ja, aber man trotzdem sagt bei Hashimoto, das Gewebe kann nicht nachwachsen. Also das Gewebe kann ja scheinbar wachsen. Es gibt ja scheinbar diese Möglichkeit. Und als ich das begriffen habe, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das Gewebe nachwachsen kann, genauso wie zum Beispiel unsere Leber, auch wenn man ein Stück da rausschneidet, nachwachsen kann, dann dachte ich mir, das kann doch die Schilddrüse auch. Und wenn andere das vor mir geschafft haben, gesund zu werden, denn ich habe eben andere gesehen, die auf ihrem Weg gegangen sind und eben frei waren von ihren Schilddrüsentabletten, dann kann ich das auch. Ja, und da war plötzlich diese mega Motivation da. Und als dann ja, der Moment eingetreten ist, dass meine Schilddrüse wieder genug Nährstoffe hatte, dass mein Körper auch gut heilen konnte in all den anderen Bereichen, fing dann auch an, die Schilddrüse zu wachsen. Und ich habe das auch sehr gespürt. Im Allgemeinen möchte ich gerne noch so ein bisschen eingehen auf dem Gesundheitsweg. Ja, was passiert da? Spürt man da was? Ne, was nimmt man so wahr? Also ich habe so das Gefühl, es geht immer so zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Und es kann auch sein, dass so eine Art Heilungsschmerz eintritt. Ich erkläre dir mal, was Heilungsschmerz ist. Also zumindest bei Hashimoto, wie ich ihn wahrgenommen habe. Früher hatte ich immer wieder, als ich sehr krank war, so einen Druck auf dem Hals. Also es war so richtig so, jemand packt mir an die Kehle und es war ganz oft da. Vor allen Dingen, wenn ich mich auch aufgeregt habe, habe ich das ganz stark gemerkt. Also wenn ich richtigen Stress gehabt habe im Außen. Und das war schon wirklich sehr schmerzhaft. Sagen wir mal, es war so eine 6 bis 7, ja. Und später dann, als ich gemerkt habe, hey, ich glaube, da heilt die Schilddrüse, hatte ich so einen leichteren Schmerz, der war vielleicht auf einer Skala von 4. Ich habe einen Druck wieder gespürt bei der Schilddrüse. Ich habe wieder dieses leichte Zuschnüren des Halses gespürt, ganz, ganz leicht. Und habe einfach gemerkt, da passiert was. Die Schilddrüse wird gerade mehr durchblutet. Da ist einfach mehr Aktion in diesem Bereich. Und dann ein, zwei Tage später ging es mir auch schon wieder besser und ich bin die nächste Stufe gegangen auf meinem Gesundungsweg. Ne? Und so ging es dann immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und das Interessante dabei ist, meine Schilddrüse ist nicht nur geheilt, wenn ich zum Beispiel gefastet habe oder mega viele Wildkräutersäfte getrunken habe oder eben Nährstoffe aufgefüllt habe, sondern ich habe diesen Heilungsschmerz, so nenne ich ihn einfach, gespürt, auch wenn ich Glaubenssätze aufgelöst habe oder als ich wirklich entschieden habe, ja, wir gehen nach Peru, war das auch plötzlich da, ja, wo ich gedacht habe, wow, das fühlt sich an wie Heilung. So habe ich es wahrgenommen, so muss es nicht bei dir sein, aber dass du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, was einfach passieren kann. Genau. Noch einmal möchte ich dich sehr herzlich einladen, zu meinem Live-Workshop dazu zu stoßen. Wie gesagt, 22.03. starten wir am Montag 20.30 Uhr. Ich freue mich riesig auf alle, die dabei sein werden. Es haben sich auch schon etliche Menschen angemeldet. Und ja, das wird eine gigantische Woche sein mit ganz, ganz viel High Energy, mit vielen Themenbereichen, die wir aufdecken werden, mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Hashimoto. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, drück auch bitte die Glocke, damit du jederzeit informiert wirst, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und sonst wünsche ich dir einfach ganz viel Gesundheit auf deinem Weg. Alles, alles Liebe, deine Anastasia.